Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder was Neues, ist immer was los. Heute ist Vollmond, das spürt man natürlich auch in diesem Königshof. Man braucht Orientierung, man sollte etwas klar und deutlich sehen und erkennen. Ja, heute sollte man Ziele setzen und das nicht aus dem Auge verlieren. Es ist auch wichtig, zwischen König und Königin eine gewisse Harmonie herstellen. Aber da darf man nicht zurückziehen, sondern es ist wichtig, entgegenkommen. Aber von beiden Seiten, so entsteht auch die Harmonie. Der König achtet immer noch auf sein Äußeren, aber er möchte seine Umgebung auch verschönern. Er legt ganz große Wert drauf. Na, das gefällt die Königin auch. Sie fühlt sich da auch sehr wohl, wenn alles schön und harmonisch verläuft. Aber sie hat auch ihren eigenen Kopf, das darf man auch nicht vergessen. Also wirklich ist es wichtig, ein Entgegenkommen. In den Tagen war ein wichtiges Thema loslassen, etwas zu Ende bringen, von etwas verabschieden. Das ist etwas angenehmer. Das wird jetzt langsam nachlassen. Oder Sie sind gerade dabei, wirklich davon zu verabschieden oder befreien. Und das schenkt natürlich eine gewisse Leichtigkeit. In eine rechtliche Lage kommt eine großartige Unterstützung. Und es wird etwas zum Ordnung gebracht, obwohl viele Dinge laufen noch ganz ungerecht in diesem Königreich und viele Menschen bringen das aus der Ruhe. Aber ist jemand da, wo dafür sorgt, dass hier Ordnung herrscht? Und das ist auch eine Art Befreiung. Na, endlich kommt man zur Ruhe. Was aber nähert? Das kann auch noch unangenehm sein, eine schlechte Nachricht. Kann aber auch bedeuten, dass man sollte einen Termin ausmachen oder einen Vertrag unterschreiben und das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, weil die Missverständnisse sind schon vorprogrammiert. Der hübsche Prinz, ja, der hat Kraft, der kann sich endlich behaupten. Und wird auch über Gefühle sprechen. Er spürt auch, wie wichtig das ist, ein Entgegenkommen. Nicht nur warten oder zurückhaltend sein, sondern er muss auch etwas mal in Bewegung setzen. Und das möchte die schöne Prinzessin schon. Sie wird dann auch später, in einem späteren Zeitpunkt, über ihren Plänen oder ihren Vorhaben oder über ihren Gefühlen sprechen, aber das ist noch zu früh. Es ist viel besser, wenn alles von diesem hübschen Prinz kommt. Und wie ich schon sagte, die schöne Prinzessin erwartet das auch. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnungen. Heute ist Vollmond und das heißt, es wird etwas beleuchtet und genau in die Richtung sollen wir auch schauen. Nach indischen Berechnung ist dieser Vollmond im Tierkreiszeichen Steinbock. Also wichtig ist Ziele setzen, das nicht aus dem Auge verlieren. Die westliche Astrologie beschreibt, dass dieser Vollmond im Wassermann ist. Nun kann man die Frage stellen, was stimmt nicht. Ich orientiere mich nach indischen Astrologie, vor allem die Astronomen berechnen genauso. Die Astronomen beschreiben auch, diese Mondposition ist in Tierkreiszeichen Steinbock.
Sonne steht immer noch in einer Konjunktion zum Venus, wobei Venus langsam entfernt sich von dieser Position, aber immerhin ist es noch im Orbisbereich und das heißt, der König achtet auf sein Äußeren und diese Sonne und Venus-Konjunktion befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs und das heißt, der König möchte seine Umgebung auch schön gestalten. Sein Zuhause soll auch schön ausschauen, ganz klar. Sonne und Mond bilden sich eine sogenannte Opposition, ganz klar. Das ist die Vollmondposition. Sie spiegeln etwas. Aber nicht nur das ist wichtig hier zum Erkennen, sondern ein Entgegenkommen. Sonst kippt die Gleichgewicht. Der König soll auf sie zugehen, die Königin soll auf ihn zugehen. Und das sollen wir schon auch berücksichtigen. Merkur bildet sich ein Quadrat zum Uranus. Es ist noch nicht exakt, aber schon wirksam. Und das ist entweder eine schlechte Nachricht oder wir sollen achtsam sein, wenn wir Termin ausmachen oder einen Vertrag unterschreiben, das kann zu Missverständnissen oder zu Spannung führen. Jupiter und Neptun bilden sich auch ein Quadrat und das bedeutet Ungerechtigkeiten, viele Menschen belastet das auch, führt auch zu Enttäuschungen oder sind es Täuschungen. Das löst natürlich aus. Ein guter Einfluss kommt von Saturn, das ist ein Halbsextil zum Jupiter, ein Halbsextil zum Neptun und das ist die Lösung. Diese rechtliche Lage wird in Ordnung gebracht oder diese Ungerechtigkeiten gibt auch eine Lösung, mindestens kommt Unterstützung. Sonne und Venus stehen in einer Konjunktion und haben noch eine Verbindung zum einem rückläufigen Pluto. Es ist ein Quinkungsaspekt, löst Unsicherheiten aus. Thema ist loslassen, verabschieden, trennen, kündigen, etwas beenden. Dieser Aspekt löst sich. Sonne und Venus entfernt sich von dieser Position. Das heißt, diese Thematik lässt nach. Und das war die Quelle zu meinem Erzählung. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.